Was geht YouTube? Wir kommen immer näher zum Release der ersten wirklichen Erweiterung in New World und ich habe auf meinem Kanal auch schon einen ziemlich guten Überblick darüber gegeben. Worüber wir aber noch nicht wirklich im Detail gesprochen haben, ist der Fakt, dass das Update 30 Euro kosten wird und somit nicht kostenlos ist. Ich habe auch bei mir bereits schon ein paar Kommentare dazu gelesen und wollte daher heute einmal darauf eingehen. Viel wichtiger ist aber dabei eigentlich die Frage, ob du dir das Update kaufen solltest. Es gibt nämlich auch Spieler, denen ich gar nicht mal empfehlen würde, die Erweiterung wirklich direkt zu kaufen. Ob du dazugehörst und wem ich empfehlen würde, das Ganze zu kaufen, erfahrt ihr hier und heute im Video. Wichtig einmal von meiner Seite. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und folgt dem Kanal für mehr Content rund um New World. Damit verpasst ihr nichts und helft ihr mir ebenfalls. Jetzt geht's aber auch direkt rein. Im Laufe der ersten Videos zu dem Update habe ich schon vermehrt gelesen, dass viele es gar nicht mal gut finden, dass die Erweiterung jetzt 30 Euro kostet und man quasi auch noch ein Gebiet verliert, also erstes Licht, das man ja vorher Zugriff hatte. Wichtig zu wissen, wenn man die Erweiterung nicht hat, dann wird man in das neue Gebiet nicht reinkommen und dementsprechend verliert man quasi ein Gebiet. Bevor wir jedoch in so eine Analyse gehen können, müssen wir uns mal anschauen und vergleichen, wie New World sich eigentlich so finanziert. Und das ist hier eigentlich recht simpel. Um das Spiel zu spielen, muss man einmal das ganze Game kaufen. Um die 40 Euro waren es bei mir bei Launch und später sicherlich hier und da mal weniger bei Angeboten. Naja, und da hört die Analyse auch irgendwie schon wieder auf. Weil das ist wirklich das Einzige ist, was man kaufen muss, um das Spiel in vollen Zügen spielen zu können. Es gibt keinen Premium-Zugriff wie bei Lost Ark zum Beispiel, der monatlich kostet. Oder generell erstmal ein Abo, um das Spiel überhaupt starten zu können, wie bei WoW. Das bedeutet, gerade auf Spielzeit gerechnet, haben sich die 40 Euro sicherlich bei den meisten schon belohnt gemacht. Ich meine, ich bin irgendwie kurz vor den 2000 Stunden und wenn man das mal irgendwie durch 40 teilt, dann sieht man relativ schnell, das hat sich gelohnt. Und natürlich kann man hier und da mehr ausgeben für Skins, Battle Pass und was auch immer noch alles man irgendwie sich anders anschauen möchte oder mehr extra Content haben möchte im Sinne von Loot oder visuellen Skins. Aber es ist kein Muss, um das Spiel zu spielen. Dass also nach 2 Jahren eine Erweiterung mit Mounts, Reworks, neuer Story und viele mehr 30 Euro kostet, überrascht mich persönlich überhaupt nicht. Und ich finde das sogar in Ordnung. Vor allem bekommt man dann ja zum Beispiel auch direkt Mounts zur Verfügung und hat quasi einen Mehrwert. Ihr kennt vielleicht andere Spiele, in denen man Skins oder Mounts dann kaufen muss in Shops, wo man quasi einfach mal direkt 20 Euro bezahlt, um überhaupt irgendwie einen Mount zu haben. Und ich sehe das so schon eher als eine richtige Lösung. Und ich habe jetzt mit etwas weniger als 2 Stunden, wie gesagt, in dem Spiel und bin eher so aufgestellt, dass ich mich wirklich freue, dass die Entwickler das Spiel nicht wegwerfen, sondern neuen Content bringen. Und Storyquests und Game Design, das in solche Sachen reinfließt, die muss man sich eben auch bezahlen lassen. Dafür dann 30 Euro aus meiner Sicht zu zahlen, ist irgendwie der kleinste Beitrag, den ich dann noch leisten kann. Ein Manko hat das Ganze jedoch. Neue Spieler müssen jetzt nämlich 70 Euro ausgeben, um wirklich alles an Content erleben zu können und nicht mehr nur die 40, wie ich es damals getan habe. Ich hoffe, dass das nicht zu großen Hürden führt und ja, neue Spieler nicht denken, warum muss ich jetzt hier wie bei FIFA oder Call of Duty auch wieder 70 Euro ausgeben, um das Spiel spielen zu können. Ich habe für euch, also wenn ihr dich angesprochen fühlst, ich habe für dich und für euch auch gleich nochmal einen Tipp genau dazu und zum Thema Erweiterung. Aber natürlich sollt ihr euch hierzu selber eine Meinung bilden und ich bin gespannt, wie die lautet. Schreibt mir also gerne mal in die Kommentare, wie ihr das mit dem Preis findet, ob das gerechtfertigt ist oder ob ihr das eigentlich, ja, überhaupt nicht befürwortet. Kommen wir also einmal zu der Frage, für wen sich denn jetzt diese Erweiterung lohnt. Naja, und die 10.000 bis 20.000 aktiven Spieler werden wahrscheinlich sowieso nicht lange zögern und zuschlagen. Darunter natürlich auch ich. Wenn man aktuell schon New World zockt und Spaß hat, dann braucht man, denke ich, nicht mehr wirklich Grund, um die Erweiterung zu kaufen. Mehr Content, mehr Abwechslung, große Änderungen überzeugen da auf ganzer Linie. Das heißt, die Grinder sind natürlich in dieser Frage enthalten, aber es gibt ja auch noch viele weitere Spieler. Und dabei geht es mir im nächsten Schritt um ja, die Spieler, die irgendwann mal auf Level 60 gelevelt haben und dann aufgehört haben. Sprich, der Gearscore ist irgendwo zwischen 500 bis 600 und der abwechslungslose Grind bzw. Endgame-Content hat nichts überzeugt und das Spiel wurde irgendwann liegen gelassen, man ist irgendwie in anderen Spielen nachgegangen und hatte einfach keine Lust mehr auf New World. Und dazu, zu dieser Gruppe, die ich jetzt anspreche, gehören aber auch Gamer, die vielleicht irgendwo vor 625er Gear sind. Das heißt, man hatte diesen Prozess schon fertig, hat sein Gipsum gemacht, ist irgendwann Mutationen gelaufen und hat dann gemerkt, boah, ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie Shards zu farmen, jeden Tag M10-Mutationen zu laufen, das ganze einzelne Gear für diese einzelnen Dungeons mit zu farmen und im Prinzip ja in diesem Prozess gewesen, wo man dann Mutationen gelaufen ist, um Gear für Mutationen hochzuziehen und
eigentlich nie wirklich dazu kam, dann ja das PvP-Kit zum Beispiel hochzuziehen. Und euch allen kann ich die Erweiterung eigentlich nur ans Herz legen bzw. empfehlen. Durch den Reset des kompletten Gears, den neuen Mounts und vor allem dem Fakt, dass wahrscheinlich der nervigste Teil des Contents rund um Expertise und dieses Shards-Farm rausfällt, gibt es die Möglichkeit, das Spiel nochmal neu in Endgame anzugehen und vor allem zu genießen. Klar haben manche Leute irgendwie bessere Ausgangslagen, aber grundlegend gilt bei allen und bei dieser Erweiterung, alle müssen komplett von vorne anfangen, was Waffen und Rüstungen angeht. Das heißt, wenn du jetzt das beste Gear hast, ist dieses beste Gear mit dem Launch der Erweiterung quasi nichts mehr wert. Es ist auf 625 und alles Gear, was man jetzt hat und was man brauchen wird, muss man ja neu droppen. Das heißt, Richtung 700 gehen. Man muss es neu craften und all diese Elemente kommen natürlich dazu. Das heißt, beim Launch der Erweiterung sind alle wieder auf einem Level und müssen neu anfangen. Dazu kommen auch die Skills, die von Level 200 auf Level 250 gebracht werden. Einmal natürlich all das, was irgendwie ja, Erz abbauen oder so angeht, sondern aber auch das ganze Armoring, also das Rüstungsschmiedesing oder auch das Jewelcrafting, Engineering, all diese Themen müssen hochgelevelt werden. Das heißt, auch hier seid ihr nicht mehr komplett locked, sondern habt einfach Content zum Spielen. Und ich denke, es lohnt sich gerade für diese Spielerschaft, den neuen Content anzuschauen und eben diese ganzen Elemente mitzunehmen. Gefühlt wurde es auch gerade um diese Spielerschaft designt, weil gerade Expertise und ja, das Ganze mit den Umbral Shards in den Mutationen ist einfach so lästig geworden. Es gibt jetzt aber auch noch viele Spieler, die das Spiel irgendwo auf Level 20 aufgehört haben oder auch komplett neu sind und jetzt das erste Mal New World spielen. Und hier würde ich sagen, ihr braucht nicht unbedingt die Erweiterung, zumindest am Anfang. Ja, beim Bundle von Game und Erweiterung spart man wahrscheinlich 10 Euro, aber man kann dem Spiel an sich erstmal eine Chance geben. Das heißt, erstellt euch Charaktere bzw. loggt euch wieder ein und schaut, ob das Leveln und das Spiel überhaupt jetzt Spaß macht. Die Erweiterung ist in allererster Linie Endgame-orientiert. Natürlich kommen mit Mounts etc. Dinge dazu, die auch irgendwie schon vorher dann das Ganze bestimmen, aber wenn euch das Grundspiel keinen Spaß macht, dann die Erweiterung auch nicht. Es wurde aber seit Release einiges geändert. Das heißt, ich habe jetzt selber gerade erstmal den Levelprozess neu angefangen und muss sagen, es macht wirklich Spaß. Keine unnötigen Laufwege mehr, Loot auf dem Weg, neue Spots auf der Map und eine bessere Questline, um überhaupt in das Spiel zu starten. Ihr könnt, wenn euch das Game gefällt, dann natürlich auch die Erweiterung holen und Mounts, das neue Gebiet, all das spielen und Spaß haben. Aber für komplett neue Spieler bzw. die, die früh aufgehört haben und sich unsicher sind, ob sie jetzt so viel Geld ausgeben sollen, schaut erstmal wieder rein, startet mit dem Grundspiel und schaut dann, ob ihr die Erweiterung braucht. Mich würde jetzt aber mal interessieren, in welche Kategorie Spieler ihr fallt und ob ihr Bock auf die Erweiterung habt. Schreibt es gerne mal in den Kommentare, ich bin gespannt, wie ihr dazu steht. Falls ihr übrigens noch weitere Fragen zu der Erweiterung oder New World an sich habt, schreibt es ebenfalls gerne in die Kommentare und ich antworte euch. Vielleicht ergibt sich daraus auch noch das ein oder andere Thema für ein Video. Folgt also gerne dem Kanal, um auf den Laufenden zu bleiben. Ich warte jetzt erst einmal gespannt auf den PTR, um das Ganze mal live zu sehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin und haut rein.